Okay, kommt schon, Jungs. Sorry, Charlie. Vorsicht, da sind noch mehr. Ach, Mist. Lauf zum Torhaus. Kommt schon, wir müssen hier heraus. Okay, komm. Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Okay. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Na los. Ja, eins. Zwei. Zwei. Ja, ja. Hier hin. Okay. Ja, ja. Ja. Okay. Ich mach das. Kümmere dich um ihn. Ah. Da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lasse die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein.
Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich. Also, was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich habe endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Wenn du die Spur von Francis Drake finden willst, müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Naja, relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Salam. Wa alaikum salam. Tafaddalu. Okay, hier durch. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Samahuni. Sie trägt ihn noch. Oh ja, anscheinend hilft das hier unten sehr. Was heißt das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Verdammt, das Ding ist abgeschlossen. Esma Halli. Ha? Naam? Min fadlik after help up? Taban, tfadli. Shukran. Danke. Tfadli, Uchti. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch.
Jawohl, noch mehr Bullen. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hey, hier hoch. Es muss noch einen anderen Weg geben. Na los, mir nach. Bei euch alles klar? Ja, wir kommen. Leute, wir sollten nicht hier sein. Ach komm, das ist eine Abkürzung. Schon okay. Macht aber nichts kaputt. Ja, wir sind richtig. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sally kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Sie wissen nicht, wann's genug ist, was? Dann mal los! Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo, Jungs. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen.
Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sally, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringt mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich? Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir sagst du mir nicht Zeug die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur 2. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wieder keine Antwort. Hast du was anderes erwartet? Alles in Ordnung. Kommt runter. Bist du sicher, dass wir richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Schaut doch mal, das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Hey Nate, auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Das ist henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Zeig den Weg. Der Mond? Hier unten. Ha, ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel.
Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht.